Nach den Veröffentlichungen durch Herrn Snowden sind alle empört über die Datenausspähungen, insbesondere der USA. Doch eigentlich sollte unser Blick auch sehr stark ins Vereinigte Königreich gehen, denn die USA sind Partner. Mit dem Vereinigten Königreich findet Spionage in unserer eigenen europäischen Familie statt. Und wenn die Berichte stimmen, wird als Begründung in dem britischen Gesetz auch geschrieben, Protection of Economic Welfare. Das heißt, es geht nicht um Strafrecht, es geht nicht um Terrorismusbekämpfung, sondern um den Schutz wirtschaftlicher Interessen. Und hier müssen wir ansetzen und Aufklärung fordern. Es kann nicht sein, dass Freunde sich gegenseitig ausspionieren und sich auf diesem Wege möglicherweise auch wirtschaftliche Vorteile innerhalb des eigenen Hauses verschaffen. Hier müssen die Mitgliedstaaten eine deutliche Position beziehen. Bisher habe ich dies vermisst.